Also mein Name ist Andreas Neuhold, bin Student an der Technischen Universität Graz und schreibe jetzt da meine Abschlussarbeit im Bereich Open Science oder über das Thema Open Science. Das ist noch nicht so ganz geläufig für alle. Mache aber selber eigentlich Elektrotechnik und bin ja schon relativ früh so mitten im Studium ins Berufsleben eingestiegen, habe es doch gesagt bei der Masterarbeit, ich schreibe mal über was anderes, was jetzt nicht direkt mit meinem Fachthema zu tun hat. Ich sage, in einem Jahrzehnt sind die großen Verlage wie Elsevier oder Springer komplett ausgestorben und Bücher gibt es nur mehr als E-Books und völlig frei. Im 15. Jahrhundert hat ja Gutenberg den Buchdruck eigentlich weiterentwickelt, man sagt sogar revolutioniert. Dann hat diese Verteilung mit den Büchern eigentlich gerade mal begonnen, ist dann exponentiell nach oben gegangen. Und so ist eigentlich auch das Publikationswesen einmal entstanden. Und zuerst haben die Universitäten einmal grundsätzlich im eigenen Haus publiziert, also unter den Forschern. Ja. Wir wissen ja, die Forscher bleiben eher geschlossen in ihrer Community drinnen. Da gibt es ja dann den Begriff des Elfenbeinturms der Wissenschaft. Und irgendwann hat man dann gesagt, naja, jetzt ist das Publizieren eigentlich schon so aufwendig, man sourced das Ganze raus. Und damit hat dann eigentlich begonnen, diese Verlage zu entstehen. Und dann ist die Universität eigentlich nochmal hergegangen und gesagt, das ist unser Ergebnis, das ist unser Text, ja, bitte publiziert es. Und der ganze Publikationsprozess war dann draußen. Und es geht ja relativ gut, die Idee. Allerdings hat man halt jetzt auch einen Stakeholder in die Verlage gegenüber. Und die können einem auch ein bisschen unter Druck setzen mit Lizenzen, Rechtsverträgen. Und inzwischen entstehen natürlich auch immense Kosten für die Universität, für die Publikationen. Das kennen wir auch selber, wenn wir 0815 Zeitschrift, was auch immer das sein mag, kaufen, kostet es irrsinnig wenig. Möchte man irgendwas von der Financial Times dann haben, dann merkt man sofort, oh, es kostet aber richtig viel. Und das kann sie dann vielleicht oder will sie dann nicht jeder unbedingt leisten. Also es gibt da schon auch Barrieren. Und das hat jetzt irgendwo vor 10 Jahren, glaube ich, einen Höhepunkt erreicht und da kam dann ein ganz großes Thema plötzlich auf und das heißt Open Access. Ganz einfach offener Zugang. Wird er immer umgesetzt, das kennen wir von der Wikipedia. Da gibt es ein neues Lizenzmodell, CC-Lizenzen. Und es fließt eigentlich in alle Bereiche jetzt auch so rein. Und Open Access ist auch ein wichtiger Bestandteil von meinem Begriff, über den ich schreibe oder mit dem ich mich jetzt gerade befasse, im Open Science. Es gibt noch mehr Begriffe, die sehr geläufig sind als Open Source, also die Veröffentlichung von Programmcode, von Software. Und was es dann noch gibt, was in Österreich ja inzwischen forciert wird, ist Open Data. Also wenn ich jetzt eine Karte zeichnen will, dann muss niemand von Grund auf anfangen, sondern es gibt schon Basiskarten, die darf ich mal nehmen, die darf ich dann weiterentwickeln. Zu Open Science gehört aber viel mehr, nämlich der ganze Review-Prozess, den wir in den Publikationen auch haben. Also wir schreiben ein Paper und lassen das dann reviewen von Externen, ja, und hoffen, dass es dann publiziert wird in facheinschlägigen Zeitschriften. Und das muss natürlich auch in Open Science passieren, wobei das halt dann ein offenes Peer Review ist. Was es dann noch gibt, ist das Open Methodology. Also man stellt ja nur diese fertigen Ergebnisse eigentlich offen ins Netz, sondern man stellt auch die Thesen dahinter, die Methoden, die man verwendet hat, eigentlich offen ins Netz. Und mit Open Data natürlich auch wirklich alles, was man produziert hat, also vom Anfang bis zum Ende, was einen großen Vorteil hat, denn viele haben ja Angst, okay, ich publiziere jetzt mein Ergebnis da offen hin, das wird dann geklaut oder ich bin nur in einem Vorstadium, habe das noch nicht richtig publiziert, jemand klaut mir das, kommt mir zuvor und publiziert es jetzt. Und dadurch, dass ich meinen ganzen Prozess offen habe, kann ich sehr leicht nachweisen, das ist ja eigentlich alles von mir. Das kann jetzt niemand so leicht plagiatieren und für sein Werk ausgeben, was da nicht stimmt. Ja, und natürlich ganz was Wichtiges, damit ich es ja nicht vergiss, Wissen muss natürlich auch verbreitet werden. Das machen wir über die Lehre und da gibt es noch ein ganz großes Thema, Open Educational Resources, so offene Lehrbücher. Also ich glaube, dass wir ja schon mittendrin sind in dieser Veränderung. Wissen ist jetzt einfacher abzugreifen. Früher haben wir die Lexika gehabt, da bin ich nicht einfach ins Internet gegangen, weil es noch kein Internet gegeben hat. Also irgendwas Kleines nachzuschlagen, da habe ich mal einen Bertelsmann gebraucht. Der war dann, glaube ich, auch relativ teuer, weil man eine ganze Serie gekauft hat. Heute gehe ich in die Wikipedia, schauen wir das an. Muss aber aufpassen, stimmt es überhaupt, was da drinnen steht? Denn die Wikipedia selber wird jetzt nicht nur von Forschern und Experten geschrieben, sondern von jedem von uns.
Jeder kann da reinschreiben, eigentlich was er will. Stimmt nicht ganz, man kann es probieren, man wird dann merken, dass in vielen populären Themen das auch sehr schnell wieder korrigiert wird. Aber man braucht natürlich in der Gesellschaft ein höheres Verantwortungsbewusstsein. Man kann sich nicht einfach auf eine Quelle stützen, manches Mal gibt es nur eine Quelle, dann gibt es keinen anderen Ausweg, aber für gewisse Sachen sollte man mindestens eine zweite Quelle heranziehen. Und das muss man immer im Kopf haben. Ja. War früher das Mathebuch 1:1 und das haben Professoren geschrieben, passt, das muss ja passen, wenn die das schreiben. Wenn ich heute mal ein YouTube-Video anschaue, muss ich mir auch daran denken, kann es jetzt überhaupt passen? Und wahrscheinlich brauche ich einfach auch mehr Hausverstand und einfach auch wirklich das Potenzial, mehr darüber nachzudenken und das nicht 1:1 überhaupt anzunehmen. Also ich glaube, die Gesellschaft in der Zukunft braucht höheres Kritikbewusstsein und höhere Kritikfähigkeit an sich. Großes Hemmnis für das, worüber ich schreibe, beziehungsweise für den Begriff Offenheit, Openness überhaupt, ist die Rechtslage. Es gilt nicht nur für die Europäische Union, es gilt eigentlich weltweit und es gilt auch vor allem für Österreich. Denn nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich mache ein Foto auf der Straße von irgendjemandem, den ich kenne, der stellt sich hin, posiert, passt, das ist eigentlich die Einverständniserklärung, dass ich dieses Foto auch machen darf, dass er damit einverstanden ist. Und lade das jetzt auf irgendeine Plattform unter CC0 hoch. CC0 ist eine spezielle Creative Commons Lizenz, bedeutet eigentlich, du musst nicht einmal den Namen nennen, du kannst das heranziehen und mit dem machen, was du möchtest. Darfst das wirtschaftlich verarbeiten und es kommt jetzt ganz plötzlich, weil es unter CC0 ist, der nächsten Zeitschrift in einem Werbeposter. Dann fangen die Probleme das erste Mal an. Der Fotograf hat eigentlich alles richtig gemacht. Er hat es offen zur Verfügung gestellt, wie er das wollte, es war sein Werk, aber er verletzt sofort das Recht an der abgebildeten Person, weil die ja das vielleicht das Zustimmen zum Foto geben, aber nicht, dass es unter CC0 bzw. dann in irgendeiner Zeitschrift plötzlich publiziert wird und weiterverbreitet wird. Und die Rechtslage ist einfach irrsinnig unklar für Offenheit. Und man kann Openness leben und genau in dem Fall zum Beispiel, man hat gar nichts Schlimmes im Sinn, aber man kommt da wirklich dann in Troubles rein. Das ist eigentlich gar nicht abgesichert. Und vor allem, das ist ja bei den Texten so, mit Copyright, ja. Ich habe mir schon mal überlegt, cool, du schreibst über Open Science, was machst du mit deiner Arbeit? Naja, du publizierst das unter Creative Commons, ja. Sagst sogar Share Like, nimm dir meinen Text und entwickle ihn weiter oder verändere ihn. Ja, aber wenn der Nächste dann seine Masterarbeit schreibt und dann nicht nachdenkt und sagt, okay, das ist jetzt unter Creative Commons, nimmt meinen Text, verarbeitet das, sagt der Nächste, du hast plagiatiert. Weil die Masterarbeit soll ja wieder eigenständig sein. Und wenn ich sogar sage, CC0 mein Masterarbeit, du musst mich gar nicht nennen, hat er wieder Probleme in seiner Masterarbeit, weil er das wieder nicht ausgezeichnet hat. Obwohl es von meiner Seite okay ist, ist es vom Rechtsrahmen her, in dem er sie dann bewegt, wieder nicht okay. Das sind ziemlich große Probleme, wie man das sieht, auch bei den Verlagen hier. Also gewisse Verlage fangen jetzt mit Open Access an, bieten Bücher wirklich open an, verzögern das aber. Sie bringen zuerst dieses Hardcover-Buch raus, 2 Monate später erst das Open Access-Buch dazu. Das kostet dann wirklich nichts, man kann es runterladen. Aber es kann sein, wenn es schnelllebige Infos sind, dass sie in 2 Monaten eigentlich schon wieder out of date sind. Ja, super. Und dann war es offen, aber es hat leider nicht mehr so viel gebracht. Was in der Forschungsbereich so abläuft, ist zum Beispiel, wenn du ein junger Akademiker bist, der jetzt seine Karriere an der Universität weitergeht, in Richtung Dissertation, Habilitation, du musst publizieren. Gibt es immer so schöne Zitate wie, publizier oder stirb. So beschreibt man ja eher gute Karriere an der Uni, ja, man muss irgendwas rausbringen. Und wenn man das jetzt in Open Journals macht, dann das ist eigentlich nicht so anerkannt. Also, du kannst gute Inhalte machen, trotzdem hast du es leider an der falschen Stelle derzeit publiziert. Und derzeit funktioniert das System eigentlich am besten, wenn man schon seinen Namen hat. Man ist renommiert in der Gemeinschaft, man hat gut publiziert und jetzt fängt man an, Open Access zu publizieren. Dann wird das eigentlich sehr gut angenommen. Ja, aber da muss man selber zuerst den Namen haben. Also ich sehe das derzeit als irrsinnig Risiko für die Nachwuchsforscher, wirklich open zu gehen von Anfang an. Also der Vorteil ist natürlich, dass man irrsinnig große Informationsplattform hat. Man muss eigentlich, also man sieht, was der andere gemacht hat. Man hat vielleicht die gleiche Idee, braucht jetzt da gewisse Umfragewerte und sieht da, oh, der hat jetzt da vor 3 Wochen genau solche Umfragen gemacht, nehme mir die Daten hier und baue darauf jetzt da meine Thesen auf. Da spare ich mir eigentlich Arbeit. Was das Risiko wieder ist,
wie qualitativ hochwertig sind die Daten? Kann man das jetzt irgendwo absichern? Gibt es sogar Zeitschriften, wo man publizieren kann, wo sie dann herausgestellt hat, okay, jetzt habe ich da die 1000 Euro gezahlt, die Zeitschrift gibt es leider nicht in China. Das war leider ein Fake. Also, wie gesagt, wieder dieses große Verantwortungsbewusstsein und die Qualitätssicherung dahinter. Und natürlich, je mehr Daten von einem da sind, ist ja auch wieder die Frage, wie gläsern mag man eigentlich sein? Mag jetzt jeder wirklich so viel Daten hergeben? Gibt sicherlich wieder Kritiker dagegen, die sagen, na, ich reduziere das. Es wird nicht jeder offen sein. Wovor ich warne, ist, dass dieses Open Access rückgekoppelt wird. Also die Verlage nehmen das jetzt dafür sich ein. Und da die anderen nicht so schnell sind, üben die ihren Markt Macht aus, machen Open Journals, die aber wieder was kosten. Sie kosten vielleicht weniger als wie die Standard Journals, aber sie kosten wieder was. Und dass wir dann eigentlich in einen Kreis gehen und eigentlich dann uns immer im Kreis bewegen, ja, und eigentlich daraus nicht rausgehen und wirklich in diese Offenheit rein, wo man dann sagt, die TU Graz hat jetzt, also das Rektorat der TU Graz hat jetzt gerade so eine schöne Richtlinie herausgegeben. Ich weiß nicht, ob sie ganz schön ist, aber ein Satz ist ganz schön drinnen. Da wird dann erklärt, dass ja die Universität eigentlich aus Steuergeldern finanziert wird, nicht zum ganzen Teil, aber zu einem Großteil noch immer, und dass man eigentlich von der Bevölkerung her ja schon dieses Wissen auch finanziert hat. Und so soll über die Offenheit ja das auch wieder retour kommen. Also dieses Give-and-Take-Prinzip, und da ist es genannt in dieser Richtlinie, das Prinzip der Öffentlichkeit der Grundlagenforschung an sich. Und was ich mir eigentlich wünschen würde, wenn wir mehr so wie unsere Neuronen im Gehirn agieren, das heißt, das Neuron kommuniziert mit anderen Neuronen, es schert eigentlich Informationen und es stoßt dann aber auch Innovationen und neue Dinge auch an. Und das machen Neuronen eigentlich die ganze Zeit.